Die TTF, lieb Herr Ochsenhausen, übten nochmal ordentlich Aufschläge und dann konnte es losgehen. Ochsenhausen gegen Rhön-Sprudel, Fulda, Marbazell und ja, Ochsenhausen. Der Pokalsieger wollte ja hier einen Sieg landen, um dann am Ende auch die reguläre Saison auf Platz 1 abzuschließen. Das würde dann bedeuten, man würde gegen den Viertplatzierten im Playoff-Halbfinale kommen. Und entsprechend legten dann die Ochsenhäuser auch los in Form von Stefan Fegerl, der Österreicher, hier gegen Wang Shi mit einem tollen Ballwechsel. Wang wie eine Gummiwand, bringt immer wieder die Bälle zurück mit den langen Noppen, geht wunderschön drunter und schlägt aber dann auch einmal drüber. Deshalb da an dieser Stelle Punktgewinn für Fegerl. Überhaupt dieses Spiel hier zwischen diesen beiden, das brachte uns immer wieder schöne Ballwechsel und auch hier guter Punktgewinn für Wang Shi, der seinen Schnitt wechseln. Geht mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark mit den Noppen drunter, teilweise auch mit der glatten Seite dagegen. Wirklich sehr abwechslungsreich hier spielte. Aber dann im fünften Satz, da war Stefan Fegerl insgesamt deutlich aggressiver da unterwegs. Sehen wir hier, nutzt die Chance, der Ball etwas höher und dann gleich der Schuss hinten drauf. Und so hatte dann auch der Österreicher Matchbälle für sich, zwei Stück im fünften Satz. Und dann legt Wang Shi den Ball über die Grundlinie und deshalb hier die 1-0-Führung für die Hausherren. Und dann war es an Simon Gossi, dem Franzosen, gegen Tomislav Pucha, gegen den er sicherlich favorisiert ist, hier 2-0, auf 2-0 zu stellen. Aber Pucha, der hat in dieser Saison schon einige gute Leute geschlagen, unter anderem Patrick Franziska, zuletzt in der Rückrunde, der Mann aus Saarbrücken. Und hier gegen Gossi war es ebenfalls ein harter Kampf. Schön nochmal die Zeitlupe hier, wie Gossi super reagiert, den Ball zurückbringt. Und dann hatte er im vierten Satz Matchball und die Rückhandpeitsche sitzt direkt auf den Aufschlag. Und damit zur Pause schon die 2-0-Führung vor vollen Rängen in Ehingen in der Halle da auf der Schwäbischen Alb. Und es sah alles nach einem deutlichen Erfolg zum Rundenabschluss aus. Im dritten Einzel aber dann ein sehr gut aufgelegter Ruben Filus, der Jakob Diaz insgesamt kaum eine Chance ließ und dementsprechend dann die 1:2, den 1:2 Anschluss wiederherstellte. Und dann bekam es Stefan Fegerl mit Tomislav Pucha zu tun. Und dieses Spiel hier von Fegerl, dieses offene, schnelle Spiel nah am Tisch, das lag dann Tomislav Pucha deutlich besser als noch das Duell zuvor gegen Simon Gossi. Ein ums andere Mal hier schöne Punkte von Pucha. Und er sollte tatsächlich hier in drei Sätzen die Oberhand behalten. Das war sicherlich im Vorfeld nicht unbedingt so zu erwarten. Es musste also das Doppel entscheiden und da gab es hier wieder was Ungewohntes auf Seiten von Fulda. Eine Abwehr-Abwehr-Kombination, aber klar, die beiden, Wang Shi und Filus, die können natürlich auch angreifen, aber trotzdem sehr ungewöhnlich, dass man hier zwei Spieler, die vor allen Dingen Abwehrspezialisten sind, zusammen in ein Team packt. Aber es machte sich letztlich bezahlt, denn Jakob Diaz und Simon Gossi, die bekamen in den entscheidenden Momenten nicht wirklich Zugriff. Und kamen mit den Schnittwechseln nicht so richtig zurecht. Und am Ende konnte Fulda dann eben gewinnen. Ich glaube, das Knackpunkt war, dass wir nie aufgegeben haben. Wir haben 0-2 hinten gelegen, knappes Spiel vom Wang gegen Fegerl verloren am Anfang. Und habe ich eigentlich schon gedacht, ja, wird schwierig gewesen. Aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, haben gekämpft. Und ich denke, zum Schluss doch kämpferisch dann wirklich eine tolle Leistung gezeigt, ansehnliche Spiele gehabt und dann zum Schluss glücklich gewonnen. Ja, ich glaube, an uns gelegen hat, wobei muss man fairerweise sagen, ja, Fulda hat ab 0-2 befreit gespielt und ja, es lag auch an uns irgendwo, dass wir irgendwo Konzentration verloren haben und ja. Ja, zuerst einmal bin ich glücklich, dass wir die nötigen zwei Punkte eingefahren haben, um Tabellenerster zu werden. Das war das Positive.
Das Negative war natürlich, dass wir nach einer 2-0-Führung, die wir uns hart erarbeitet haben, dann das noch relativ schnell, ein bisschen zu einfach, 3-2 aus der Hand gegeben haben. Das war natürlich nicht so erfreulich. Gott sei Dank ist es um nicht so viel gegangen. Der erste Tabellenplatz, der kann uns niemand mehr nehmen. Und jetzt müssen wir uns ja alle ein bisschen sammeln und ein bisschen versuchen zu regenerieren und dann am Samstag gegen Berg Neustadt voll angreifen.